Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Nicoles Duftoase. Heute endlich mit besserem Bild und besserem Ton. Die letzten Videos waren von der Technik nicht so toll. Ich habe ein bisschen jetzt optimieren müssen und hoffe, dass das jetzt auch besser klappt. Heute in diesem Video möchte ich gerne mit euch an den Düften, an den neuen Düften schnuppern. Chase Rainbows heißt die Kollektion. Die kommt nämlich am 11. April raus. Und da habe ich mir gedacht, bevor es rauskommt, schnuppern wir einfach mal gemeinsam dran. Bei manchen Kollektionen können wir Berater nämlich vorab schon, die können wir vorab bestellen. Nicht bei jeder, aber bei manchen Kollektionen ist das der Fall, dass wir einfach vorab dann Proben machen können, um sie unseren Stammkunden zu schicken. Das habe ich auch gemacht und schon tolles Feedback zurückbekommen und habe mir schon sagen lassen, es werden alle Düfte bestellt, weil die so toll sind. Und dann fangen wir direkt, also die heißen übrigens auch so, wie die Farben sind. Die heißen Red, Green, Orange, Red und Yellow. Und wir fangen direkt an mit dem ersten zum Schnuppern. So, die ganze Kollektion wird übrigens 35 Euro kosten, das 5er-Set. Ihr könnt es natürlich auch einzeln um 8,50 Euro, wie gewohnt, halt euch bestellen. Aber im 5er-Set eben um 35 Euro. Und ich werde dann auch gemeinsam noch die Duftbeschreibung mit euch durchgehen, damit ihr euch, damit wir einfach drüber philosophieren können, ob ich das herausrieche oder ob ich das rieche, was eigentlich drinnen ist. Fangen wir mal mit dem Blue an. Der riecht sehr frisch, den finde ich super. Ein sehr, sehr frischer Duft, wow. Ach, was riecht der? Riecht er vielleicht eine Melone? Irgendwas Blumiges? Ich kann es gerade überhaupt nicht sagen. Oh ja, Melone, blauer Himmel und Moschus. Also das finde ich jetzt interessant. Normalerweise mag ich Düfte, wo Moschus drinnen ist, gar nicht. Aber hier ist einfach mehr im Vordergrund die Melone. Die ist einfach, die kommt sehr stark raus. Und, na gut, wie soll blauer Himmel riechen? Frisch auf jeden Fall. Melone, frisch. Moschus würde ich jetzt nicht rausriechen. Vielleicht riecht der erwärmt einfach dann raus. Moschus ist ja doch eine sehr starke Note. Ein sehr frischer Duft. Und man riecht die Melone, also gefällt mir. Dann gehen wir zum Green. Oh, da riecht man den Apfel. Da riecht man total den grünen Apfel, auch sehr, sehr frisch. Ein sehr frischer Duft. Grüner Apfel, also das riecht für mich komplett nach grünem Apfel. Aber irgendwas anderes ist da noch drinnen. Irgendwas Blumiges. Irgendwas Blumiges rieche ich da noch raus. Schauen wir mal. Granny Smith Äpfel, Kaktusblüte und Kiwiwasser. Kiwiwasser. Ah, okay, das wird dieses saftige, fruchtige im Hintergrund sein. Also Kiwi riecht ja eher so ein bisschen frisch. Je nachdem, wie reif sie sind. Und die Kaktusblüte, das ist das wahrscheinlich das Blumige, was ich rausgerochen habe. Auch ein total guter Duft. Geht voll ins Frische, leicht Fruchtige und ein Hauch blumig. Gefällt mir. Echt gut. Dann gehen wir zum Orange und der schaut schon so richtig saftig süß aus. Die Verpackungen sind echt schön. Ja, der riecht sehr süß. Riecht eine Kirsche raus? Also ich würde sagen, dass da eine Kirsche drinnen ist. Oder Nektarine, vielleicht beides. Ich muss dazu sagen, ich habe mir die Duftbeschreibungen vorher extra nicht durchgelesen.
damit ich da ganz unvoreingenommen schnuppern kann mit euch. Also ich würde sagen Nektarine, Kirsche. Was haben wir da? Okay, ganz falsch. Clementine, Orange und cremige Vanille. Okay, hat mich meine Nase jetzt ganz, ganz in eine andere Richtung geleitet. Voll witzig. Also die Clementine hätte ich jetzt nicht rausgerochen, aber anhand der Farbe muss ja irgendwas Orangiges drinnen sein, eh klar. Clementine, die Vanille rieche ich. Die ist so im Hintergrund. Aber das ist ein sehr, sehr süßer Duft. Ich kann mir gut vorstellen, dass der in der Lampe richtig boomt. Dann gehen wir zum Red. Sieht man schon die Erdbeeren drauf, gell? Das geht für mich auch voll ins Süße. Total süß. Also irgendwelche Zuckerl, würde ich jetzt sagen. Erdbeerzuckerl, würde ich jetzt sagen. Ah, Wassermelone, Kirsche, Erdbeere. Schau, jetzt habe ich die Kirsche da nicht rausgerochen. Aber die Wassermelone hätte ich jetzt echt nicht. Wassermelone, Kirsche, Erdbeere. Doch, die Kirsche. Kirsche, Erdbeere ist da. Wassermelone kommt vielleicht erst, wenn es erwärmt ist. Ist auf jeden Fall ein sehr süßer Duft. Und jetzt kommen wir zum Yellow. Da sieht man schon die Zitrone. Das ist dann definitiv ein Duft für mich. Riecht wie ein Zitronenschlecker. Riecht echt wie ein Zitronenschlecker. Wirklich, ganz genau. Früher, wo wir beim Chinesenessen waren, und wir waren früher oft mit der Familie beim Chinesenessen, immer wenn wir was zu feiern hatten, waren wir beim Chinesenessen, also wo ich noch in Wien gewohnt habe. Und da gab es immer, wenn wir bezahlt haben für die Kinder, gab es immer diese runden Zitronenschlecker, die gelben. Genauso riecht dieser Duft. Echt witzig, wie Düfte oftmals so Erinnerungen freisetzen, oder? Das ist ja das Tolle daran. Dadurch, dass die so echt riechen, die Düfte, nach echten Naturstoffen wie eine Zitrone oder eine Nektarine. Man hat irgendwie mit dem Duft schon ein Erlebnis gehabt, eine Situation erlebt und man wird sofort, wenn man dran riecht, in dieses Erlebnis wieder zurückversetzt. Das ist so spannend. Und wirklich, bei dem habe ich das Gefühl, also das Bild im Kopf, ich sitze mit meiner Familie beim Chinesen, das war so in meiner Kindheit, und ich kriege beim Bezahlen diesen gelben Zitronenschlecker in die Hand gedrückt. Also der riecht wirklich gut. Der riecht wirklich so dieses saftige, zitrische von der Zitrone. Aber wir haben auch da was Süßes dabei. Also richtig schön zitrisch, saftig. Echt gut. Da haben wir drinnen Limonade, Grapefruit und Ananas-Aromen. Also die Limonade, das wird sicher eine Zitronenlimonade sein. Grapefruit und Ananas. Also Grapefruit und Ananas, das geht ja dann mehr so in die süßliche Richtung. Dann haben wir von der Grapefruit so dieses leicht herbzitrische. Da hat man so diese Balance. Ja. Es ist halt zitrisch, aber süß und nicht zu süß. Also es ist wirklich total ein harmonischer Duft. Gefällt mir. Finde ich richtig gut. Ich kann mir den echt gut vorstellen, so im Sommer an heißen Tagen, wenn man diesen Duft dann auflegt daheim.
dass man so sich richtig dieses Limonaden-Feeling, Urlaubsfeeling, Limonade, ja, Frukade. Wenn ich an die Frukade denke, dann habe ich auch gleich das Bild im Kopf, als würde ich im Schweizer Haus sitzen, im Garten eine Stelze essen. Oder im böhmischen Prater sein. Im böhmischen Prater sein. Wir sitzen im Schatten, rundherum Bäume, die Vögel zwitschern, viele Leute, gute Stimmung, schönes Wetter. Und man trinkt eine Frukade dazu. Weil man Auto fahren muss und deswegen nichts Alkoholisches trinken kann. Ja, total. Das geht so voll in diese Richtung. Also Frukade, ja. Zitronenschlecker, Chinese, aber auch Frukade, böhmischer Prater. Tolle Erinnerungen habe ich durch diesen Duft. Wirklich tolle Erinnerungen. Das finde ich echt schön. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, welcher Duft euch am meisten angesprochen hat. Ich finde alle fünf richtig toll. Also go for it. Bestellt euch den 5er-Pack um 35 Euro. Ab 11. April am Abend wird es diese Kollektion zu shoppen geben, solange der Vorrat reicht. Alles, was keine Katalogartikel sind, ist immer nur solange der Vorrat reicht. Das werde ich auch oft gefragt. Und deswegen, und ihr könnt es dann auch noch in euren Sensi-Club geben. Einzeln oder alle fünf könnt ihr in euren Sensi-Club geben, falls ihr die nicht missen möchtet. Und das sind wirklich tolle Düfte, sehr glückverdächtig. Ich möchte mit euch noch, bevor ich das Video abschließe, an dem Monatsduft riechen, den Ruby Nectarine. Das passt ja auch irgendwie total jetzt zu diesen fünf Düften von den Inhaltsstoffen her. Wir haben jetzt wieder Duft und Lampe des Monats April. Ich habe mir da schon die Flyer ausgedruckt, Proben gegossen, damit ich sie dann meinen in die Happy Mails packen kann, aber auch meinen Bestellern als Goodie dazulegen kann. Das mache ich jeden Monat. Die Kamera mag jetzt nicht so richtig fokussieren, wie ich das gern hätte. Oh ja, da ist es. Da haben wir die Lampe des Monats. Die heißt dieses Mal Desert Bloom. Die hat so eine Reisglasur, wie die Aloe Vera. Ist auch ein Elementwärmer und die hat eben diese Risse in der Glasur, damit es die Echtheit der Blüten, also der Blätter, nachahmen soll. Also das ist nicht kaputt, sondern das soll wirklich so sein. Diese süße kleine Sukkulente bringt einen Hauch von Natur in jede Wohneinrichtung. Ein grüner Daumen ist dazu nicht erforderlich. Passt zu mir. Ich habe nämlich keinen grünen Daumen. Ja, genau. Und das finde ich nämlich ganz nett, so den Flyer gleich dazu zu geben. Mit der Duftbeschreibung, mit der Lampe des Monats für den April. Und da gieße ich immer so diese großen Proben, die mit den Sensi Original Silikonformen, die wir im Beraterstore bestellen können. Das finde ich einfach hübsch. Der Ruby Nectarine, den habe ich auch schon zu Hause verdüftelt, in allen Lampen. Kalt finde ich den gar nicht so intensiv, wie er erwärmt riecht, sage ich euch ehrlich. Der riecht erwärmt, gerade wenn man den im ganzen Haus hat. Ich hatte einen Würfel, habe ich hier in meine Sternenlampe gegeben. Das ganze Wohnzimmer hat danach gerochen. Also der riecht wirklich intensiv. Vor allem nach dieser Nektarine, die da drinnen ist. Ruby Nectarine, haha. Riecht wirklich sehr stark, sehr intensiv nach dieser Nektarine. Wirklich sparsam damit umgehen, wenn ihr erstmal ausprobieren wollt. Außer ihr mögt starke Düfte, intensive Düfte, dann rein damit. Aber der riecht wirklich total stark. Also wirklich, ich habe das dann auch reduzieren müssen, weil ich mag starke Düfte nicht so gerne. Aber der riecht wirklich so total nach Nektarine. Wir haben da drinnen saftige Nektarine, rubinroter Apfel und die Birnenblüte. Und die Birnenblüte ist immer das Gefährliche, finde ich, weil die Birnenblüte macht fruchtige Düfte sehr intensiv. Wir hatten das schon beim
Born to Shine aus der Glamorous You Kollektion. Da hatten wir auch die Birnenblüte drinnen. Also bei einigen Düften, wo die Birnenblüte drinnen war, das weiß ich noch ganz genau, da habe ich gewusst, oh, da muss man aufpassen, das wird sicher ein sehr intensiver Duft und das war bislang immer so. Und hier ist es auch so, wir haben Nektarine, Birnenblüte, ein sehr intensiver Duft, fruchtig mit einer blumigen Note. Und das ist der Duft des Monats April. Gibt es den ganzen April minus 10%. Und wenn er dann noch nicht ausverkauft ist, könnt ihr ihn dann auch weiter bestellen oder direkt auch in euren Sensi Club geben. Dann ist er halt dann zum regulären Preis um 8,50 Euro oder im Sensi Club sowieso minus 10%, dann auch um 7,65 Euro. Also Sensi Club ist immer toll, minus 10%. Jetzt haben wir auch das Weiterempfehlungsprogramm. Toll. Ich werde übrigens am 11. April am Abend wieder eine Sammelbestellung machen für meine Kundengruppe. Ja, falls ihr euch anschließen wollt, könnt ihr mir gerne schreiben, entweder in die Kommentare unter das Video oder ich packe euch ja immer auch in die Infobox rein, meine Kontaktdaten. Entweder könnt ihr mir auch gerne per E-Mail schreiben, falls ihr eine Schnupperpost haben wollt, falls ihr euch einer Sammelbestellung anschließen wollt, falls ihr eine Party buchen möchtet. Ich habe jetzt noch im April und im Mai noch viele Partytermine offen. Freitag, Samstag sind meine Partytage, da können wir uns gerne was ausmachen. Party, ja, für den Raum Wien und Niederösterreich fahre ich gerne zu euch nach Hause und stelle das Sortiment gerne vor. Die Kamera fokussiert gerade nicht, jetzt geht's wieder. Und sonst für den Rest kann man auch gerne eine Körbchenparty machen oder eine Online-Party. WhatsApp-Partys mache ich keine mehr. Habe ich auch schon auf Instagram in meinen Stories erzählt, das macht mir überhaupt keinen Spaß mehr. Und ich kann es dann auch gar nicht so authentisch und mit viel Leidenschaft drüber bringen, wenn mir das keinen Spaß macht. Ich habe mich deshalb entschieden, Online-Partys nur noch über Zoom zu machen oder über Facebook Live oder Instagram Live. Falls jemand Zoom nicht kennt oder Zoom jemanden unsympathisch sein sollte, gibt es ja auch. Aber ich bin wirklich ein großer Fan von Zoom. Ich nutze das schon seit vielen Jahren. Und ja, seit Corona kennt, glaube ich, auch jeder Zoom und weiß, was das ist und wie man das bedient. Die letzte Zoom-Party, die ich hatte, war sehr, sehr lustig. Ich habe tolles Feedback bekommen. Wir hatten einen tollen Nachmittag miteinander, beziehungsweise Abend. Und da setzt man sich dann, ich finde, das kommt an der Heimparty einfach am nächsten, weil man sitzt dann alle beieinander und kann miteinander quatschen und sich sehen. Und dann kann ich euch gerne so zu meinem Showroom entführen und sagen, okay, das ist diese Lampe und das funktioniert so und so. Und am Ende kann sich dann die Gastgeberin, also die die Party bei mir gebucht hat, über kostenlose Artikel freuen. Falls du aber sagst, hey, ich und mein Umfeld, wir kennen Sensi schon total gut, wir sind langjährige Kunden, wir wissen Bescheid, du willst aber trotzdem von den Prämien profitieren, dann kannst du dir gerne einfach bei mir einen Shopping-Link erstellen lassen. Den kannst du dann 90 Tage lang nutzen und sammeln. Für dich und dein Umfeld könnt ihr gemeinsam 90 Tage lang bestellen und du sammelst einfach weiter Prämien. Und Prämien, das ist dann gestaffelt, je nachdem, wie viel Umsatz dann in diesen 90 Tagen zusammenkommt, je höher sozusagen fallen deine Prämien aus. Und ich habe gerade eine Kundin, die hat eben einen Shopping-Link und die bestellt für sich und ihr Umfeld immer wieder. Und die hat nach 45 Tagen schon 750 Euro Bestellwert insgesamt gesammelt. Das heißt, sie hat schon 112 Euro an Gutschriften, die sie zum kostenlosen Shoppen nutzen kann und hat sich auch schon 3 Halbpreisprämien verdient. Und die Halbpreisprämien, die kann man so super nutzen, dass man sogar Systeme als Halbpreis verwenden kann. Also System ist zum Beispiel eine Lampe mit 3 Düfte, was ja schon ein Sparpaket ist. Dieses Sparpaket kann ich mir auch als Halbpreis nutzen. Oder das Feuchtigkeitsmedley, ja, das, wo ich da schon die Handseife gratis drinnen habe, auch dieses Set kann ich mir als Halbpreisprämien aussuchen. Und so kann man wirklich ganz, ganz doll und kräftig sparen. Also bucht entweder eine Party bei mir, Körbchenparty ist super, wenn man sagt, ich habe zu Hause nicht so viel Platz. Online-Party weiß ich gar nicht, ob da jemand mitmachen würde.
dann schicke ich dir einfach ein Körbchen zu oder sozusagen eine Tasche, so diese graue Filztasche, die da steht, die nutze ich gerne für Körbchenpartys. Da gebe ich meine Lufttester rein, da gebe ich eine Lampe rein. Das, was du halt gerne ausprobieren möchtest mit deinem Umfeld, du nimmst die Tasche mit ein paar Katalogen, gebe ich rein, Infomaterial. Und dann nimmst du das zum Beispiel mit in die Arbeit und reichst das einfach herum. Dann kann jeder einfach einmal schnuppern, den Katalog anschauen, das testen und durchprobieren und schauen, ob ihm das gefällt. Und dann könnt ihr gemeinsam bestellen. Da kriegst du dann auch einen Shopping-Link von mir. Ihr bestellt gemeinsam und dann schickst du mir einfach nach einer Woche die Tasche wieder retour. Genau, also man hat wirklich, bei Partys sind wir da ganz flexibel, mit den Prämien ganz flexibel, ganz toll. Es muss nicht immer am Partyabend abgeschlossen werden. Man kann das gerne auch weiterlaufen lassen, wenn man sagt, ich würde gerne mehr Prämien sammeln. Und ja, genau. Oder Shopping-Link, wenn ihr das Ganze schon kennt sozusagen und einfach Prämien sammeln wollt. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr euch einer Sammelbestellung anschließen möchtet, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare oder eben per Mail oder per WhatsApp. Da bin ich immer sehr gut erreichbar. Und dann bestelle ich euch gerne am 11. April die Chase the Rainbows. Oder heißt die? Chase Rainbows. Chase Rainbows heißt es. Kollektion mit oder den Duft des Monats oder die Lampe des Monats oder für den Muttertag, für den anstehenden. Wir haben ja am 8. Mai Muttertag. Und ich habe letztes Jahr, kurz vor Muttertag, habe ich eine Duftblumensammelbestellung gemacht und die ist richtig gut angekommen. Jeder wollte dann Duftblumen zum Muttertag verschenken oder hat sich selbst einfach, weil sie eine Mama ist, eine Duftblume geschenkt an sich selber, Thema Selbstliebe. Und das ist super gut angekommen, dass ich das gerne dieses Jahr wieder machen möchte. Wir haben ja auch eine ganz, ganz tolle Aktion am Laufen aktuell. Es gibt ja -20% auf alle Duftblumen, außer die Coastal Sunset. Die ist ja diese Saison erst neu ins Sortiment gekommen. Ansonsten gibt es auf alle Duftblumen, sogar auf die 3er-Sparpakete, -20%. Ich zeige euch da einfach mal meine Lieblingsblume. Und zwar ist das die Dahlia Darlingblüte. Die ist ja aus Solarholz. Die ist wirklich schön handgearbeitet und der Duft hält mindestens 60 Tage. Das ist wirklich für Sensi-Nichtkenner, für Sensi-Liebhaber, für Einweihungspartys, für Geburtstage, Weihnachten, Muttertag. Also das ist wirklich so ein Allrounder-Mitbringselgeschenk. Wenn man nicht weiß, okay, oder man ist kurzfristig irgendwo eingeladen, man hat kein Geschenk, dann nimm eine Duftblume und verschenk die Duftblume. Bisher habe ich nur positive Rückmeldungen und nur positives Feedback bekommen, dass ich euch das wirklich sehr ans Herz legen kann, eine Duftblume zum Muttertag zu verschenken. Ein Blumenstrauß hält ungefähr eine Woche. Die Duftblume ist schön anzusehen und duftet auch richtig gut für circa 60 Tage. Meiner Erfahrung nach eigentlich sogar länger als 60 Tage, aber Sensi garantiert eine minimale Duftdauer von 60 Tagen. Und ja, das ist halt wie gesagt was fürs Auge und was für die Nase. Und das macht einfach was mit einem. Das ist so ein entspanntes Ambiente, wenn man in einen Raum kommt und dann, ach, was riecht denn da so gut? Und dann schaut man sich um und dann entdeckt man vielleicht diese Duftblume. Das ist wirklich toll. Und weil ich das zu Weihnachten auch angeboten habe, meinen kostenlosen Geschenke-Einpack-Service, habe ich mir gedacht, werde ich das zum Muttertag auch anbieten. Also alle, die dann eine Duftblume zum Muttertag verschenken möchten oder sogar ein Dreier-Sparset für sich und gleich für die Mutter oder fürs Umfeld direkt gleich auf Vorrat bestellen möchten, gebt es mal Bescheid. Am 11. April werde ich dann, wie gesagt, die Sammelbestellung machen. Und wenn das ein Geschenk werden soll, teilt mir das gerne mit. Dann packe ich euch das einfach noch schön ein, sodass ihr die Blume einfach nur überreichen braucht und gar nicht mehr irgendwie überlegen müsst, was kaufe ich dieses Jahr. Dann muss ich das auch noch einpacken. Also dann habt ihr das sozusagen, ja, mehrere Fliegen mit einer Klatsche. Es wird von mir schön liebevoll eingepackt.
und dann sende ich euch das direkt zu. Genau. Wie gesagt, -20% auf alle Duftblumen. Dahlia Darling finde ich einfach schöner. Wir haben aber auch noch die Buttercup Belle. Die geht aber immer so auf und das finde ich nicht so toll. Das ist eine große Blüte, auch aus Solarholz. Aber sobald die mal mit dem Duftöl vollgesaugt ist, seht ihr, die Blätter werden schwer und gehen dann, die hängen dann runter. Also die Blüte geht richtig auf. Ja? Die geht dann richtig auf. Mir persönlich gefällt die Dahlia Darling Blüte deswegen besser. Aber die Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden. Ich wollte euch einfach deswegen der Vollständigkeit halber auch die Buttercup-Blüte zeigen. Diese zwei Blütenformen gibt es bei den Duftblumen. Die sind schon lange leer, aber ihr seht, sie ist trotzdem ein tolles Deko-Element. Und das staubt auch nicht ein. Weil viele mir gesagt haben, na, das wird dann so staubig und na, das will ich gar nicht. Und die staubt auch nicht ein. Die habe ich schon sehr lange. Genau. Ist trotzdem noch immer ein schönes Deko-Element. Genau. Das war's jetzt da. Jetzt habe ich genug gequasselt über Chase the Rainbows, über Duft und Lampe des Monats, über die Partyarten, warum man eine Party buchen sollte und über das Duftblumen-Special für den Muttertag. Genau. Jo, ich freue mich wieder über Daumen hoch, über nette Kommentare und falls ihr mir noch kein Abo dagelassen habt, lasst mir auf jeden Fall ein Abo da, um auf dem Laufenden zu bleiben, was die Sensi-Welt anbelangt und zu mir und meiner Person und wünsche euch noch einen schönen restlichen Abend und sage danke fürs Einschalten. Tschüss!